So, schau mal oben links. Man kann der Hitze nicht entkommen. Ganz genau. Ich habe ja die. Erstmal hallo und herzlich willkommen zu Far Cry. Das habe ich eben ganz vergessen. Ich glaube, das drüben machen wir gleich. Und zwar, ich habe die Waffe, die Mission Blutrubin bekommen. Ich habe sie auch freigeschaltet und auch andere Waffen. Ich weiß jetzt nicht, ob die irgendwann auch noch eingeblendet werden, egal. Erstmal mal hier. Riecht das gut. Direkt mal einen Schluck nehmen. So. Ich mache, weil ich bin ganz ehrlich, ich habe heute einfach so einen vollen Tag gehabt und habe überhaupt keine Lust irgendwie zu spielen. Ich bin einfach nur noch müde. Und ich habe mir jetzt erstmal gedacht, ich mache mir jetzt erstmal alle zwei Folgen, also morgen, übermorgen und so weiter. Was? Ja gut, dann machen wir halt die Mission jetzt. Was soll's. Und ja, also mal schauen, wenn sich im Laufe des Spiels irgendwie die Lust steigert, dann gehe ich mal, mache ich vielleicht auch ein paar mehr Folgen, weil ich habe nämlich noch ein Spiel im Hintergrund, weil ich noch gerne raushauen möchte. Och nee, nicht schon wieder. Finde die Aff... Fick dich! Wieso hat der das nicht gespeichert? Och nee, Kollegen, das habe ich doch schon gemacht. Nee, das mache ich jetzt nicht nochmal. Tut mir leid, wir haben die Mission ja schon gemacht, da brauche ich die nicht nochmal machen. Das mache ich dann, wenn ich das Spiel durchgespielt habe, irgendwann mal. Ach, Moment mal, ich muss die, glaube ich, jetzt nochmal machen, wa? Ey, das wäre jetzt so behindert, dann würde ich das aber jetzt nicht aufnehmen. Ich habe gehört, du hast die Jäger getroffen. Ja. Ein Freund von mir hat das alles mit angesehen. Nee. Können mir bitte jemand helfen? Nein. So, wir machen die Mission Goldener Pfad. Machen wir. Wo ist es? Ach, da hinten. Dann mal los. Oh, jetzt muss ich aufstoßen. Das gibt's gar nicht. Ach ja. Hallo? Och, komm jetzt. Was? Haben wir keinen Gyrokopter oder sowas? Geht viel einfacher. So, nach und nach befreien wir den Himalaya von Pergamens Untertanen. Ich habe irgendwas wie ein Bär oder sowas gehört. Querfeld ein? Ja, nee. Fahren wir mal nach Straße. Muss ja auch mal sein, ja. Zivilisiert fahren. Ich habe jetzt gestern, oder nee, vorgestern The Crew gezogen und ich find's unglaublich geil, das Spiel. Da können wir Karma gewinnen. Oh, komm ey, das war nur ein Holzzaun. Nigga! Hose. Ich habe jetzt ein neues Zielfernrohr. Du wirst jetzt und hier sterben. Och komm ey. Verdammt nochmal. Du bist schlimmer als ein Hund. Hä, wo ist er? Ah. Bats. So. Echt jetzt, ich bin hier mit 2 km/h gegen den Zaun gefahren und der fliegt hin? Also. Na komm. Jetzt aber. Neue Schützenhilfe. Upgrades. Ach ja, nee. M. Ich hoffe, ich habe die Tastatur wieder richtig programmiert. So, 2 Punkte haben wir. Sollen wir die mal einsetzen? Was haben wir hier? Kosten. Du hast jetzt Springpfeile, Brandpfeile und Haft-Upgrades für Sprengstoffe. Muss nicht unbedingt sein. Stell eine Spritze her, mit der du schneller laufen, schwimmen und länger die Luft inhalten kannst. Funktioniert 30 Sekunden. Du erleidest weniger Schaden durch Feuer und Explosionen. Das könnte uns für Granaten ganz gut sein.
Nashornhaut. Was haben wir dann hier noch? Das Ziel im Auge. Faustwaffe und Präzisionsgewehr können beim Zielen nachgeladen werden. Oh, das nehme ich auch direkt. Weil mich fuckt das immer ab beim Scharfschütze oder so weiter, wenn ich da mit der Sniper da irgendwo auf der Lauer liege. Und dann ist da dieses behinderte Nachladen, weißt du, dass da immer rausgehst und neu anvisieren musst. Das ist echt scheiße. Das nervt mich. Auf alte Fahr. Und es ruckelt immer noch, also Ubisoft hat... Nee, ja doch, Ubisoft, ne? Ja. Also die Probleme von Far Cry mit diesem Ruckeln sind immer noch nicht bekämpft. Was bei für Crew ganz anders ist, weil die Entwickler haben gesagt, wir wollen ein fehlerfreies Gameplay liefern, was wir bis jetzt auch geschafft haben, meiner Meinung nach. Weil... klettern... Kommen wir hier irgendwo hoch? Oh. Hä? Ach, da rein. Liegt hier irgendwas? Bestimmt. Hier liegt so 100% was. Oder auch nicht. Brüste. Na gut, dann halt nicht. Was soll's. Ach, da. Dann mal los, ne? Amita. AJ, Longinus sagte, die sind von dir. Danke. Bitte. Er sagte auch, das Opium bei der alten Teefabrik sei abholbereit. Wir müssen dieses Gift vernichten. Vernichten? Machst du Witze? Wir müssen uns die Lieferung und die Felder sichern. Amita, das Thema hatten wir schon. Wir dürfen Kylat nicht in einen Drogenstaat verwandeln. Sabal, es gibt hier keine natürlichen Ressourcen. Was kommt, wenn wir frei sind? Die Minen sind leer, die Felder ruiniert. Auf Jahre. Also befreien wir unser Volk. Und dann? Das ist nicht unser Weg. Das war er nie. Wenn du das tust, bist du wie Pagan. Ein moralischer Bankrott. Immerhin besser als ein echter Bankrott. Hui, hier werden Gefechte wieder ausgetragen. Ja, was machen? Jetzt haben wir wieder die scheiß Entscheidung. Oh, ich hasse so Entscheidungsfragen. Oh, geil, Knarren ohne Ende. Direkt mal nachladen. Oh, Geld, Medikits, die haben ja alles hier. Was hast du, Amita? Sag mal. Hm? Ich glaube, du liegst richtig. Ich weiß, es sollte eigentlich nicht so laufen. Aber Kyrat hat keine Chance, wenn Sabal weiter in der Vergangenheit lebt. Begib dich zur alten Teefabrik. Sichere diese Felder. Kollege? Bin dabei. Schön, dass du auf unserer Seite bist. Mohan hat den goldenen Pfad nicht als Drogenring gegründet, Bruder. Amita, sie liegt falsch. Begib dich zur alten Teefabrik und brenn sie nieder. Oh. Tja. Machtverhältnismission. Sabal möchte die... Opium? Heißt das nicht Morphium? Opium. Na gut. Opiumfelder bei der Kyrat-Teefabrik zerstören und dem Einfluss der Drogen auf Kyrat ein Ende setzen. Wenn du diese Mission annimmst, lehnst du Amitas Mission ab. Ja, was machen? Retten? Die Leute dazu verführen, Drogen zu nehmen irgendwann? Oder zerstören? Dafür einen freien Staat. Oh, Granaten. Wie? Tütüt. Gut, dann nicht. Du bleibst, Freunde, ich bleib bei Sabal. Denn es ist doch wichtiger. Lassen wir mal die Handfeuerwaffe hier. Das hätte ich nicht genommen. Los, probier dein neues Spielzeug da drüben aus. Och man, ich muss die nehmen? Das will ich aber nicht. Ich will. Schön, dich zu sehen. Oh, Kacke. Ja, sollen wir den Flammenwerfer nehmen?
Aber wir haben halt dann keine gescheite Knarre. Das ist ein bisschen knifflig jetzt. Danke, dass du den Äther von Means Propaganda befreist. Da liegt bestimmt noch Munition und Flammenwerfer dort. Das ist jetzt blöd, ne? Ja gut, komm, lassen wir es so. Wir nehmen die Mollys. Das müsste funktionieren. Wir sind nicht zu stoppen. Hier ist der Sender von Skyward. Habt ihr schon von den Höhlen gehört, in denen nur ihre kleinen Zusammenkünfte haben? So, ich habe mittlerweile genug vom Autofahren. Ich bin heute auch schon wieder 3 Stunden Auto gefahren. Aber gut. Querfällt ein, oder? What? Hat geklappt. Ich finde es schade, dass Pergamine, finde ich, irgendwie nicht so eine Kindheit hatte, wie, um echt zu sein, war's. Oh. Da waren gerade ein paar Tiere. Hä? Hä? Was wollt ihr? Oh. Ich wollte eigentlich einen Takedown machen, aber naja, gut. Dann kann ich alles haben. Weiter. Wenden. 30 Kilometer Wendekreis. Das ist mit der Handbremse nicht so schwer. Wiederum muss man auch ein bisschen Geschwindigkeit haben dafür. Ravi Ray, den alten Sack müssen wir auch noch. Oh, Elefant. Nee, jetzt nicht, Leute. Ganz ehrlich, wenn Pergamin das hören würde, was unser Ruby Ray hier labert, der hätte den schon längst umgelegt. Reisfelder. Geländefähig ist das gute Auto auch. Auf 2245 Metern geht's rund. Ich bin jetzt da. Das setzen, aber die verbrennen alle. Jetzt ich will, dass Pagan in seinem Palast riechen kann, wie sein Vermögen in Rauch aufgeht. Kriegen wir ihn, mein Bruder. Kriegen wir ihn. So, wir haben da oben eine Wache. Da haben wir einen Scharfschütze. Den Kollegen erledigen wir gleich mal. Du hast schon verloren. Kommt her. Dreckshund. Nachladen, gerade kommt keiner. Eieieiei. Eieiei. Wo willst du denn hin? Alter! Hurensohn. Ha! Hallo? Was ist denn los heute? Eieieiei. Wer schießt denn da? Okay, die Taste funktioniert. Ich glaube, wir tun die Brüder erstmal erledigen. Es brennt schon alles hier. Dann mal raus, ich renne mal raus auf die Drogenfelder. Pferde zerstört, Opiumtempel. Hey, ich halte ihn von der
Zeug da. Okay. Haltet die Stellung! Was haben wir da? Für den König! Heieiei! Hey. Kollege, langsam! Sind die unten? Neger! Ganz ruhig! Wo sind die Wichser denn? Dreckshund. Oh, erstmal lesen. Neue Regeln für die Monarente. Oh, Mondernte. Was lese ich denn da für einen Scheiß? Aha, aha, aha. Die Pflanzen müssen auch nur 3 Monate gereift sein. Bla, bla, bla. Brauche ich nicht. Ich nehme das nicht. Wo sind die denn? Keine Sau da. Ja, wo seid ihr denn? Ah, siehst du, hier liegt einer. Also auf der Hüfte funktioniert das Ding. Ups. Nächster. Krabbelt einer da oben rum oder was? Die hier. Ach, ich Idiot. Also das mit dem rausfinden muss ich noch ein bisschen lernen. Doch, doch, das ist gut, das ist gut. Sehr gut sogar. Oh. Ist sie direkt neben mir. Wo ist denn der Anna? Da haben wir ihn. Gut, die Kurven da mit dem Auto rum. Granate gefälligst. Das Ding nicht in die Luft. Wow! Bist du bescheuert? Alter, ich wollte doch rennen. So hoch. Soll ich die Felder eigentlich niederbrennen? Denke nicht, ne? Wo bist du, komm? Schon wieder 20 Minuten die Folge, das gibt's nicht. Gut, ich mache erstmal hier drinnen Rabal. Die Drogen hier sind weg, ne? Jawohl. Aber hier sind irgendwo noch welche unten. Ah, na klar. Moment. Nein, nein. Ja. Oh. Hui. Niemals. Ich weiß nicht, sollen wir das hier auch abbrennen? Zerstöre den Generator, um ihn permanent auszuschalten. Ach so, wenn die brennen, löschen die dann. Kann ich den auch so kaputt machen? Denke nicht, ne? So. Ach, hier haben wir noch mehr.
Das erinnert mich irgendwie an die letzte Folge Far Cry. Far Cry 3. Da haben wir auch so ein Drogenfeld niedergemäht. Wir haben ja noch mehr drin, ne? Digga, du hast dich festgebackt. Boah, hier brennt schön alles. Hä, wo sind sie hin? Ah. Ich glaube, das waren alle. So. Brenne. Setzt euch ans Lagerfeuer. Oh, schön. Alle brennt. So, das mache ich nochmal aus. So. Kiste. Ich bräuchte mal Mollys, ne? Bisschen Munition. Scheiß Geschütz. Jetzt auch noch von hinten. Was für Drecksäcke. Eingekreist. Gibt's nicht. Ich bring mich erstmal in Sicherheit. Geh weg. Ah, nein. Komm. Fuck. So. Erstmal in Sicherheit bringen. Immer noch stark gefährdet. So. Ich möchte mal ein Medikit. Erstmal komplett zu Ende heilen. Jetzt kommt er mit seiner Scheißgranate. Alter, und die hat mich erwischt. Gut geworfen, mein Freund. Puh. Die spawnt. Nee. Ha. Siehst du, haben wir gar keinen Flammenwerfer gebraucht. Gut, wäre vielleicht ein bisschen schneller gegangen, gebe ich zu, aber. Die Felder sind verbrannt. Ich wünschte, ich hätte sie brennen sehen. Dein Vater hat nicht nur für das Volk gekämpft, Bruder. Er versuchte auch das Land zu bewahren. Unsere Seelen sind mit dem Land und den Bergen verbunden. Das kann Amita einfach nicht verstehen. So. Schön looten alles. Alles looten. Alles. Haben wir hier noch irgendwo was? Ja, unten, ne? Da ist nämlich noch ein Schatz. Ach, da haben wir auch noch. Ups. Oh. Nee, 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 nee. Haben uns wieder fast selber getötet, ey. Das ist doch... einfach Pro-Gaming vom Feinsten. So, das tun wir auch noch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Far Cry 4 und mal schauen, was uns dann wieder erwartet. Oh, Nacht. Hä, das war da eben noch Tag? Cheating. Dann mal schauen, da ist so ein fetter Stern auf der Minimap. Da gehen wir mal hin, glaube ich.
ja, wieder eine Folge von Far Cry zu Ende. Wieder, er hat mich an die Folge erinnert von, welche war das? Ich glaube, das war Folge 12 oder Folge 21. Eins von den beiden da, wo wir bei Far Cry 3 die Drogenfelder abrasiert haben. Das, aber ich sag mal, das ging, um ehrlich zu sein, besser ab als dies jetzt. Da hat mir irgendwie so ein besserer Hintergrundsound gefehlt. Aber mal sehen, es ist ja noch ein langer Weg bis zum Finale in Far Cry 4. Und da gucken wir mal, was uns noch erwartet.